Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Thema Renaissance oder Barock, woran kann man das erkennen? Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich habe an der Universität in Stuttgart studiert. Es ist ja wohl relativ einfach, mittelalterliche Gebäude zu identifizieren, Burgen, Wehranlagen. Auch moderne Architektur oder Gebäude aus dem 19. Jahrhundert lassen sich relativ einfach identifizieren. Etwas schwieriger wird es dann, wenn man zum Beispiel in einer fremden Stadt steht, vor einer Gebäudefassade und sich überlegt, in welcher Zeit wurde sie gebaut. Es ist relativ schwer, Barock von Renaissance zu unterscheiden. Wenn Sie einmal in solch einer Situation sind und dann sagen können, ich finde mehr Indikatoren dafür, dass es sich um eine Renaissance-Fassade handelt, als dass es ein barockes Gebäude ist. Damit können Sie jeden Kunsthistoriker wirklich beeindrucken. Der wird Sie mit großen Augen anschauen und Sie darum bitten, mehr darüber zu erzählen. Architekten leider nicht. Architekten sind immer ein bisschen arrogant. Sie werden sie belächeln. Die wollen auch immer alles besser wissen. Gleichzeitig haben die aber relativ wenig Ideen zu diesem Thema. Es gibt ja leider kein Kochrezept, wie man Barock von Renaissance-Fassaden unterscheiden kann. Dazu ist Architektur einfach zu vielfältig, aber es ist wie in der Küche auch. Anhand der Zutaten, die da liegen, kann man schon erkennen, ob der Koch nun eher eine Tomatensauce oder einen Apfelkuchen zubereitet. So werden wir auch hier eine Zutatenliste in diesem Video uns erarbeiten, anhand derer man relativ einfach barocke von Renaissance-Fassaden unterscheiden kann. Ich werde noch ein zweites Video machen, in dem wir dann ganz konkret mit dieser Zutatenliste arbeiten werden, anhand von Beispielen, damit Sie sehen, wie einfach man diese dann anwenden kann. Am Ende dieses Videos werde ich Ihnen noch ein paar eindeutige Indikatoren nennen, anhand derer man sagen kann, es handelt sich um ein barockes oder um ein Renaissance-Gebäude. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß, es geht's los. Ich werde Ihnen im Folgenden immer ein Bildpaar zeigen, um anhand der gezeigten Beispiele die Zutaten meiner Liste zu erklären. Fangen wir an mit dem ersten Bildpaar. Das sind zwei Gebäude, die unterschiedlicher fast nicht sein könnten. Auf der linken Seite sehen wir den Palazzo Farnese in Florenz und auf der rechten Seite sehen wir die Fassade der Klosterkirche in Zwiefalten am Aufstieg der Schwäbischen Alb, Bestandteil der Oberschwäbischen Barockstraße. Was ich mit diesen beiden Bildern sagen möchte, ist der Palazzo Farnese, diese Art von Architektur, ich möchte sie einmal als additiv bezeichnen. Also man könnte sagen, es spielt fast keine Rolle, ob jetzt da nur noch eine Reihe oder zwei Reihen Fenster mehr dran wären oder ob das Gebäude noch ein weiteres Stockwerk hätte. Es würde zwar größer oder kleiner werden, aber im Grunde genommen würde sich an der Struktur des Gebäudes eigentlich nichts erinnern, weswegen ich sie einfach mal als additiv bezeichnen möchte. Im Gegenteil dazu die Klosterkirche in Zwiefalten. Man sieht an dieser Fassade, sie ist wie aus einem Guss gebaut. Man könnte sich also nicht vorstellen, dass jetzt ein Teil davon wegfallen könnte oder dass da noch etwas dazu gebaut werden könnte, ohne dass die Gesamtkomposition da also zerstört wird. Ich möchte diesen Aspekt einmal zusammenfassen auf der Zutatenliste als Komposition. Der Palazzo Farnese, das ist natürlich florentinische Frührenaissance, also sagen wir mal ein Renaissance-Gebäude, während die Klosterkirche in Zwiefalten natürlich eine Barockkirche ist. Also unser erster Punkt auf der Zutatenliste, die Komposition, die ist in der Renaissance additiv und im Barock wie aus einem Guss. Unser zweites Bildpaar zeigt auf der linken Seite die Michaelskirche in München. Das ist natürlich eine Renaissancekirche. Und auf der rechten Seite sehen wir die Kirche San Carlo alle Quattro Fontane von Francesco Borromini, ein ganz berühmter römischer Barockarchitekt. Die Kirche befindet sich also in Rom und ist eine Barockkirche. Warum ich diese beiden
Gebäude vergleichen möchte. Ich möchte da auf die Plastizität der Fassade zu sprechen kommen. Die Michaelskirche auf der linken Seite, es ist also eine fast vollkommen ebene Fassade. Sie hat zwar ein bisschen Gesimse, aber im Grunde genommen spielt sich die gesamte Fassadenstruktur nur in einer Ebene ab. Während, wenn wir San Carlo alle Quadro Fontane anschauen, das ist also eine dreidimensionale Fassade. Also die fängt also richtig an zu schwingen. Das ist auch etwas ganz Typisches für die Barockarchitektur. Also können wir nun aufschreiben als zweiten Punkt auf unsere Zutatenliste Plastizität. Und die ist in der Renaissance eben, plan. Und in der Barockarchitektur ist es mehr dreidimensional. Kommen wir zum nächsten Bildpaar. Wir sehen hier auf der linken Seite die Schlossanlage El Escorial. Das ist der Regierungssitz von Philipp II., König von Spanien gewesen. Es ist ein Renaissance-Palast. Es ist das größte Renaissance-Gebäude der Welt und bis heute, glaube ich, auch das größte Gebäude von Spanien. Man kann also sagen, es ist das Pentagon des 16. Jahrhunderts gewesen, in dem König Philipp II., König von Spanien, residiert hat. Auf der rechten Seite sehen wir die Würzburger Residenz. Das ist natürlich ein Barockschloss. Im Vergleich dazu natürlich El Escorial ist ein Renaissancegebäude, das hatte ich bereits erwähnt. Was ich anhand dieser beiden Fotos vergleichen möchte, das möchte ich als Akzente bezeichnen. Im Beispiel auf der linken Seite El Escorial sieht man, dass die Akzente der Fassade an den Ecken gesetzt werden. Also es gibt zwar auch ein Zentrum, was betont ist, klar, aber die höhere Dominanz bei diesem Gebäude haben die Ecktürme. Während auf der rechten Seite im Beispiel der Würzburger Residenz sehen wir also ganz klar diesen ovalen Mittelrisalit, der der gesamten Fassade eine Mittenbetonung verleiht, was typisch ist für den Barock, während das Eckenbetonte eher mehr typisch ist für die Renaissance. So können wir also auf unsere Zutatenliste draufschreiben als dritten Punkt Akzente. Bei der Renaissance sind es die Ecken. Und im Barock ist es also die Mitte, es sind mittenbetonte Gebäude. Auf unserem nächsten Bildpaar sehen wir auf der linken Seite das Schloss von Kaiser Karl V. Das ist gleichzeitig König Carlos I. von Spanien gewesen, der Vater des eben erwähnten Philipp II. Dieses Schloss wurde im Renaissance-Stil erbaut, und zwar auf dem Gelände der Alhambra in Granada. Es ist also ein Renaissance-Gebäude. Und auf der rechten Seite sehen wir den Zwinger in Dresden. Das ist bekannterweise natürlich ein Barockschloss. Den Punkt, den ich ansprechen möchte im Vergleich dieser beiden Gebäude, dieser beiden Fassaden, das ist die Struktur, ob sie nun horizontal oder vertikal gelagert ist. Man sieht also ganz deutlich im Beispiel auf der linken Seite der Residenz von Karl V., der übrigens dort nie gewohnt hat. Das Schloss ist auch nie zu 100% fertiggestellt worden. Es lohnt sich trotzdem, es zu besuchen. Es hat einen wunderschönen, großen, runden Innenhof. Aber dort ist die Fassadenstruktur horizontal. Während auf dem Beispiel auf der rechten Seite sieht man eher, also auf dem Beispiel des Zwingergebäudes, sieht, wie auch bei fast allen anderen barocken Fassaden, sieht man, dass die vertikale Struktur dominiert über die horizontale Struktur. Also können wir auf unsere Zutatenliste draufschreiben Struktur. Bei der Renaissance ist sie eher horizontal gelagert, im Barock ist sie eher vertikal gelagert. Auf dem nächsten Bildpaar sehen wir wieder zwei vollkommen unterschiedliche Gebäude. Auf der linken Seite, für das Beispiel des Renaissance-Gebäudes, habe ich den Palazzo Rucellai gewählt in Florenz. Es ist eine Zeichnung und auf der rechten Seite sehen wir die römische Kirche Il Gesù. Es ist eine Jesuitenkirche. Der Jesuitenorden wurde neu gegründet und hat sich sehr gewehrt gegen Renaissance-Architektur. In der Renaissance wurden gerne Zentralkirchen, Rundkirchen gebaut und der Jesuitenorden hat das als eine heidnische Architektur empfunden
und hat in seinen Werken eben auch ganz klar wieder auf Langhauskirchen Wert gelegt. Und weswegen ich Ihnen aber diese Fassade zeigen möchte, im Vergleich zur Fassade des Palazzo Rucellai, Renaissance-Architektur, Il Gesù in Rom ist Barockarchitektur. Es ist eine sehr frühe, wenn nicht sogar überhaupt die erste Barockkirche in Rom. Der Punkt, auf den ich gern abheben würde, möchte, das ist der Rhythmus der Fassade. Man sieht also in dem linken Beispiel Palazzo Rucellai, das kommt also immer ein Pilaster, also ein Pilaster ist ein Mauerpfeiler, ein Pilaster, ein Fenster, ein Pilaster, ein Fenster, ein Pilaster, ein Fenster. Das ist eigentlich kein Rhythmus, sondern das ist einfach nur die Abwechslung von Fassadenelementen. Während auf der rechten Seite im Beispiel von Il Gesù sehen wir zwei Pilaster, eine Maueröffnung oder ein Mauerfeld. Zwei Pilaster, eine Maueröffnung. Zwei Pilaster, eine Maueröffnung. Das ist eine ganz typische Rhythmisierung, Fassadenrhythmisierung für die Barockzeit. Schreiben wir also auf unsere Zutatenliste drauf als fünften und letzten Punkt Rhythmus. In der Renaissance, nein, gibt es keinen Rhythmus in der Fassade. In der Barockarchitektur, ja, es gibt einen Rhythmus. Jetzt haben wir also unsere Zutatenliste komplett. Ich lasse sie einmal hier dargestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht abschreiben möchten. Vielleicht können Sie sich es auch merken. Es ist immer müßig, etwas auswendig zu lernen. Aber wenn man Interesse hat, dann versteht man es also auch so, ohne dass man irgendetwas der vorgenannten Dinge tut. Kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Das sind die Indikatoren für bestimmte Baustile. Ich zeige Ihnen hier als erstes Foto den Palazzo Medici. Das ist natürlich auch florentinische Frührenaissance. Man kann jetzt natürlich die Zutatenliste abarbeiten. Man sieht also, die Komposition ist eher additiv. Es könnten also auch noch mehr Fensterreihen, noch mehr Stockwerke da sein. Es ist nicht wie aus einem Guss. Die Plastizität ist eben, es ist eine ebene Fassade. Akzente hat die Fassade keine, weder in der Mitte noch am Ende. Die Struktur ist aber eindeutig horizontal und es gibt auch keinen Rhythmus in der Fassade. Also können wir ganz eindeutig sagen, es ist eine Renaissance-Fassade. Aber ein typischer Indikator, den ich hier aufzeigen möchte, das ist diese sogenannte Rustica-Architektur. Also man sieht, im Erdgeschoss hat das Gebäude ganz massive, ganz grob gehauene Steine. Im ersten Stockwerk wird die Architektur etwas feiner, etwas filigraner und im zweiten Obergeschoss wird sie also noch feiner und noch filigraner. Das ist ein ganz typisches Element, wie man es in der florentinischen Frührenaissance findet. Allerdings muss man da sehr aufpassen. Ich zeige Ihnen hier noch ein weiteres Foto. Das ist die Ludwigstraße in München. Sie ist ja fast eine Kopie, das ist ja fast ein nachgebautes Florenz. Diese Fassaden könnten also auch florentinische Frührenaissance sein, sind sie natürlich nicht. Diese Fassaden sind aus dem Klassizismus, ist ein bisschen schwierig zu entscheiden. Man muss das natürlich immer im städtebaulichen Kontext sehen. Im Klassizismus besinnt man sich natürlich wieder zurück auf Renaissance-Architektur und auf noch ältere, also auf antike Architektur. Beispiel Ludwigskirche, Ludwigsstraße in München ist also nicht Renaissance, obwohl es so aussieht, obwohl auch hier rustika Architektur im Erdgeschoss, aber Klassizismus. Kommen wir zum nächsten Foto. Das ist eine Fassadenansicht des Schlosses von Versailles. Es ist also genau der Eingangsbereich des Schlosses. Was man hier sieht, das ist so etwas wie ein Ehrenhof, nennt man das. Also bevor man an die Eingangstüre des Gebäudes kommt, wird man von den Seitenflügeln schon umgeben. Das ist ein sehr typisch barockes Element. Man kann es also auch bezeichnen als einen Indikator für Barock. Ich setze es also auch als zweiten Punkt auch auf unsere Liste der Indikatoren drauf. Ehrenhöfe, man sieht hier noch eine weitere Aufnahme des Schlosses von Versailles, wie die Gesamtanlage aufgebaut ist. Das ist im mittleren Bereich der Schlossanlage und von oben her sieht man also, wie man in diesen Ehrenhof, in dieses Schloss also hineintritt. Als nächstes Foto zeige ich Ihnen hier eine Gesamtansicht der Schlossanlage von Karlsruhe. Es ist natürlich ein Barockschloss. Das Schloss spielt hier allerdings ganz wenig eine Rolle, weswegen ich das Foto zeige. Das sind die Parkanlagen.
Es ist ein ganz typisch barockes Element, dass man um Schlösser herum Parkanlagen hat. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Typen von barocken Gärten. Das eine sind die sogenannten französischen Barockgärten. Das sieht man im oberen Teil des Bildes. Also ein Garten, der so genau geometrisch angelegt ist. Wahrscheinlich haben Sie das schon oft gesehen und haben das in Ihrem Hinterkopf. Und es gibt aber im Gegensatz dazu auch die englischen Gärten. Das ist das, was man im Vordergrund sieht. Das ist kein natürlicher Garten. Das ist eine künstlich geschaffene Landschaft. Die ist aber so gebaut worden, als ob sie natürlich wäre. Aber jedes Teehäuschen, jeder Baum, jeder Wasserlauf, jede Parkbank, jede Ruine, die dort drin steht, ist also künstlich geschaffen. Man nennt das einen englischen Garten, das kommt in der späteren Barockzeit vor, während die französischen Barockgärten eher in der frühen Barockzeit anzusiedeln sind. Wir schreiben also auf unsere Indikatorenliste drauf, als dritten Punkt Parkanlagen, typisch barock. Das nächste Foto, was wir hier sehen, das ist das Kloster Melk, Stift Melk an der Donau in Österreich. Warum ich das Foto zeige? Es ist natürlich ein barockes Gebäude, zumindest der vordere Abschluss der Klosteranlage mit der Kirchenfassade. Das ist eine barocke Kirchenfassade. Sie ist also sehr, sehr, sehr reich dekoriert. Das ist eigentlich ein Indikator für Barockarchitektur. Das kommt also in dieser Form in keinem anderen Stil vor. Allerdings muss man bei Dekorationen aufpassen, also nicht immer, wenn man sowas sieht, ist das wirklich barock, weil ganz oft Gebäude, die älter sind, die aus der Renaissance stammen oder noch älter sind, in der Barockzeit barockisiert wurden. Das heißt einfach, es kam ein Gipser und hat alle möglichen Putten, Engel und Zwiebeltürmchen und so weiter und so fort draufgebracht. Dennoch möchte ich auf unsere Indikatorenliste draufschreiben, als vierten Punkt Dekoration, barocke Dekoration, die erkennt man sofort. Das ist also natürlich ein möglicher Indikator für Barockarchitektur. Ich habe hier noch ein zweites Foto, das ist ein Innenraum der Klosterkirche in Neresheim. Auch hier sieht man natürlich sehr viel Dekoration. Das ist aber nur ein Grund, weswegen ich Ihnen dieses Foto zeige. Es geht mir hier um ein ganz besonderes Detail, was eigentlich nicht wirklich typisch für Barock ist, sondern es deutet eigentlich eher auf den darauffolgenden Klassizismus hin oder zumindest auf einen Übergangsstil, auf das Rokoko, also der Spätbarock, der kurz vor dem Klassizismus eingesetzt hat. Die Kirche wurde ja von Balthasar Neumann gebaut, also ein sehr wegweisender, zukunftsorientierter Barockarchitekt. Das Detail, auf das ich hier gerne abheben würde, das ist die vor der Wand stehende Säule. Das findet man davor eigentlich relativ wenig. Normalerweise in den Architekturen davor findet man immer Pilaster, die an die Wand dran geklebt sind, und die vor der Wand freistehende Säule, das ist eher relativ selten. Es ist also ein Indikator für Spätbarock oder auch für Klassizismus. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt auch in der Barockzeit schon freistehende Säulen bei Portiken, bei Tempelfassaden, aber da kommen wir gleich noch drauf. Also schreiben wir als nächsten Punkt auf unsere Indikatorenliste die Säule vor der Wand. Das ist also mindestens Spätbarock, Rokoko oder wahrscheinlich eher Klassizismus. Das sieht man auch auf dem nächsten Bild. Das ist das Alexanderpalais in St. Petersburg. Hier sieht man diese Kolonnadenreihe in Bildmitte und man sieht, dass das einfach freistehende Säulen sind, die eben keinen Portikus, aber einen Querträger tragen, aber eben auch freistehende Säulen. Und in diesem Beispiel ist es also tatsächlich ein klassizistisches Gebäude. Das Alexanderpalais ist, glaube ich, im frühen 19. Jahrhundert gebaut worden. Dieses Foto, das ist eines der berühmtesten Gebäude, die es überhaupt gibt. Es ist auf jeden Fall das am meisten kopierte Gebäude in der Architekturgeschichte. Es ist die Villa Rotonda in Vicenza, gebaut von Andrea Palladio im 16. Jahrhundert. Warum ich es zeige, das ist diese Tempelfassade. Eine Tempelfassade ist nicht, aufgrund der Tempelfassade kann man ein Gebäude zu keiner Stilrichtung, zu keiner architektonischen Epoche zuordnen, weil das während der gesamten Architekturgeschichte ein während der gesamten Architekturgeschichte auftretendes Motiv ist.
Also wir sehen hier zum Beispiel auf diesem Foto, das ist der Parthenon in Athen. Das ist natürlich das Urgestein der griechischen Tempel auf der Akropolis. Hier hat das Ganze seinen Anfang genommen in Griechenland. Das nächste Foto hier, das zeigt das Pantheon in Rom. Nicht verwechseln bitte. Das Pantheon wurde ungefähr 35 nach Christus gebaut. Es ist der Tempel aller Götter. Die Römer haben das gebaut, damit sie nicht noch einen Tempel für damit sie noch irgendeinen Gott vergessen haben, haben sie dieses Gebäude noch erstellt. Es ist die früheste, das älteste Kuppelgebäude, was es gibt. Es hat tatsächlich eine Kuppel, die fast 2000 Jahre alt ist. Sie kennen das bestimmt. Es ist oben auf der Kuppel, ist sie geöffnet. Es ist ein großes Loch drin. Das Licht fällt von oben rein. Der Regen auch, wenn es regnet. Und es ist auch übrigens das Grab von Raphael. Und jeden Tag liegt dort eine rote Rose auf seinem Grab und niemand weiß, wo die herkommt. Zumindest erzählt man sich das so. Ich zeige das Bild nur, weil auch hier eben eine Tempelfassade vorhanden ist. Römische Zeit, vorhin das war griechisch. Das nächste Foto hier, das zeigt die Glyptothek in München. Das ist ein kleines Museumsgebäude am Königsplatz. Klassizistisch, also am Ende des 18. Jahrhunderts oder frühes 19. Jahrhundert gebaut worden. Auch hier sieht man also eine Tempelfassade. Und auch auf dem nächsten Bild hier, das ist das Weiße Haus, das wurde etwas später gebaut, wobei das Weiße Haus hat sehr viele Bauphasen, darum kann man es nicht wirklich irgendeinem besonderen Baustil zuordnen. Aber auch hier sieht man also eine Tempelfassade, weswegen wir also auf unsere Indikatorenliste draufschreiben, Tempelfassade, kein Indikator für keinen der vorgenannten Baustile. Das war es soweit zu meinem Video Barock und Renaissance. Wie kann ich das unterscheiden? Ich werde, wie gesagt, noch ein zweites Video machen, Anwendungsbeispiele zur Zutatenliste. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, können Sie mir gerne unten was in die Kommentare schreiben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, liebe Grüße und tschüss.